Hallo Freunde, willkommen zurück auf der Map Ravensburg. Es ist früh am Morgen, sehr früh am Morgen. Aber das heißt nichts, weil ich war heute Nächte durch. Ich habe einiges vorbereitet. Jetzt runter, ich habe die. Jetzt habe ich falsch gedrückt, da wollte ich hin. Die 39 und die 40 abgeerntet, gedroschen. Da hole ich jetzt noch die Stroh runter. Danach müssen wir da düngen und neu ansehen. Dann habe ich hier gedüngt, da gibt es nicht mehr. Für 26, 27 habe ich einmal drüber gedüngt, mehr will er nicht. Ihr seht, also 39, 40 müssen wir auf jeden Fall düngen. Wir sind unten auf der 25, da muss ich den da anschalten, da steht mir der LKW im Weg. Deswegen mag er nicht selber. Nee, das ist falsch, ich muss in den anderen. Da muss ich rein. Anmachen. So, gucken, dass er das selber macht. Er legt da hinten Stroh ab, das ist gut. Und ich guck mal eben, wo mein Strohablader ist. Jetzt bin ich doch da unten, genau. Gut. Der möchte da düngen, aber wir sind noch nicht so weit. Wir müssen erst Stroh runter haben. Ich kann ja schlicht Stroh einsammeln nach dem Düngen, aber das zuerst. Nicht, dass unsere Kühe Durchfall kriegen. Dann habe ich ja mehr Gülle als Mist, aber egal. So. Es sind 39 drüben, auf der 40 ist auch noch einiges an Stroh. Aber wir brauchen Stroh. Die Kühe brauchen Stroh und wir brauchen Stroh für die Mischfutterproduktion. Wir waren jetzt knapp geworden mit dem Stroh. Ist wahrscheinlich wieder was an Gülle abzufahren vom Kuhstall und wir haben genug Gülle. Ich glaube, wir müssen für die Produktion wieder Gülle fahren. Aber wir haben genug, wir müssen ja keine mehr kaufen. Das muss ich so gucken. Ich habe die Produktion letztes Mal geguckt, was ich verkaufen kann. Ich muss aber nachgucken, was ich nachholen muss. Zwei Touren runter und ein volles kann ich hier, vielleicht kriege ich das mit einem Mal jetzt hier weg und kann dann schon hier den Düngerspritzen laufen lassen. Hier die Kanten hier mitnehmen. Nichts verkommen lassen. Also gut, das wird jetzt ein realer Bauer wahrscheinlich nicht machen. Wie ein Stroh und dann noch eine Kurve fahren. Also entweder fahren die von vornherein sauberer, oder sie lassen es liegen und das wird dann untergepflügt. Ja, sieht gut aus, dass das alles reingeht. So, den einen hier noch und da können wir aufs andere Feld rein. Ne?
So, das soll es hier gewesen sein. Dann gehen wir aufs andere Feld. Wenn eine Ecke anfangen, ist es einfacher. Ausmachen die Aufnahme, dann geht es schneller. Auch hier habe ich am Anfang vergessen, die Schwarte einzustellen, Schwartablage. Deswegen jetzt zwei Runden ohne. Es wird sich Ende des nächsten Jahres wieder zeigen, ob es dann wieder genug war oder ob das genau das fehlt. Ich weiß nicht, wie es zeitlich ist, ob der doch noch zwei Felder dazu nehme, damit ich mehr Korn habe für Saatgut und mehr Stroh. Im Geld liegt es ja nicht, also 12 Millionen. Aber ich weiß nicht mehr, was ich kaufen sollte, noch eine Produktion. Es ist ja nichts Neues mehr da. Ich bin doch ein bisschen enttäuscht, dass da nicht mehr gekommen ist. Das, was die jetzt in NS22 machen mit den Lieferketten, das hätte man ja auch aufbauen können. Im 19er. So, du bist fertig. Dich könnte ich einstellen, bevor du gegen eine Wand fährst. Und abgefahren. So, dann nehmen wir uns mal die Düngerspritze. Einmal aufklappen, genau. So. Ist jetzt gerade, das ist schön. Dann schauen wir, was wir da oben noch für einen Traktor stehen haben, falls wir noch einen haben. Da steht noch einer, das ist sehr gut. Steht da noch große? Nein, dann nehmen wir den. Denn wir können ja unten dann säen. Schon eine Sämaschine runterfahren. Gucken, was wir haben. Ah, hier die erste ist auch egal. Hauptsache es gibt Stroh. Gehen wir wieder runter auf die 39. Kommst du da rauf hier? Dies. Unten am Dreschen. Der ist am Abfahren. Du fährst genau sauber da unten durch. Schauen wir uns mal an. Das funktioniert sehr gut. Alles im Arbeiten, das ist schön. Ich glaube noch zu früh im zweiten. Meine Sämaschine runter zu schicken, weil ich muss ja auf der 40 auch noch Stroh ab runterholen. Jetzt mal eben schauen, was wir unsere Blumen machen. Die sind wieder verkauft. Können wir uns auch eben drum kümmern. So ein kleines Nebengeschäft. Die Leute drüben im Café was zu gucken haben. Ah, da wollte ich mal schauen. Da wollte ich mal schauen. Das ist ein Update von dem Café da
Wo ist mein Kaffee? Es war ein Update von einem Kaffee da und das andere ist dann weg, oder wie? Er will ja Kaffee dahin bauen. Geht ja gar nicht. Klauen die einfach mal Kaffee. So, das ist Eiskaffee ohne Verkeis. Der Eiswagen geht extra, das ist das. Das haben die jetzt getrennt. Was ist das jetzt da vorne? Ein Parkplatz oder soll das sein? Da müssen wir es drehen, das ist aber schade. Kann ich da was verkaufen? Da kann ich alles verkaufen. Okay. Einen Eisverkauf kann ich. Ach, auch alles verkaufen. Das brauche ich aber nicht. Warte mal, wie sieht der aus? Okay. Gut, da kann ich rumwandern. Kann mir dann Eis kaufen. Da sitzt dann der Verkäufer. Gut, ich komme von der Seite, ich sitze hier. Tractor Ice Cream. Okay. Dann kann ich da verkaufen. Okay, na gut. Warum auch nicht? Aber das mit dem Update gleich das alte verschwindet, habe ich nicht gerechnet. Na gut. Ich will jetzt nur ein bisschen Mist holen für die Blumen da unten. Ein bisschen Abwechslung reinbringen, ich kann lieber das gleiche machen. Das ist eine Spielerei, den Bums. Wie gesagt, Geld machen ist nicht das Ziel mehr. Also die macht einfach nur Spaß. Können natürlich jetzt alle Felder auf dem Map kaufen, nur ich muss es auch irgendwo handhaben. Und dann nur noch ein Stress ausatmen muss auch nicht sein. So. Warum magst du nicht? Noch näher geht doch gar nicht. Abkippseite links, will er nicht? Da ist nichts drin, also warum will er nicht? Bis jetzt hat es immer gut funktioniert.
Ja, ich kann sein, weil ich den Hänger nicht. Ich muss halt den Hänger aussuchen, damit er das anzeigt. Und Traktor aussuchen reicht da nicht. Okay. Dann machen wir erst die andere Seite. Aber es kann nichts passieren, weil Wasser ist auch null. Da wird ja nichts wachsen. Also fährst du nicht nach rechts durch den Rechtsarm, ne? Ich muss nah dran vorbei, aber man kann mich einfach zu nah. Es reicht also der Abstand, ist gut zu wissen. Ich gleich gucken, ob bei der Düngerstreuer irgendwo eine Bäume hängt. Das macht er auch gerne. Nicht aufpasst. Aber ich muss also zwei Gewächshäuser hier füllen. Eben auch schauen, wo mein Wasser ist. So, da ist mein Wasserwagen, dann schicken wir den Wasser holen, Seewasser holen. Der ist da oben dran. Der fährt noch und du musst hier. Ist auf dem falschen Feld und muss auf die 40 rüber. Hey, du bist hier richtig. Upsi. Du bist ja noch gar nicht dran. Wo ist denn mein Stroh? Stroh will abgekippt werden, okay. Und dann musst du auf die 40. So, der ist noch dran da unten. Du bist am Abfahren, genau. Da liegt auch noch genug Stroh zum Holen. Das ist gut, genau. Wir haben fast wieder zu wenig Stroh. Gehen wir eben die. Können wir nochmal Milch tanken? Ist der auch voll? Der wird doch nicht durchkommen, weil man steht die Silage. Ey, der steht nicht, da kann er fahren, das ist gut. Dann kann ich den gleich wieder schicken. Weil sonst steht mein Mist, also mein Mischfutterwagen im Weg. Du bist eigentlich voll, du kannst leeren fahren. Du fährst runter, das ist gut. Du parkst hier, das ist auch nicht schlecht. Du wartest hier, das ist gut. Dann müssen wir hier Mischfutter laden. Und das geht dann wieder zum Kühefuttern. Wir gucken, was die Tiere machen. Der Tag ist ja wieder vorbei. Sauberkeit geht, Wasser fehlt, okay. Nicht, dass uns irgendwo die Tiere hier verenden. Das muss man alles nebenbei mitmachen.
Ist das im Winter aber nichts zu tun? Im Sommer muss man dann alles gleichzeitig machen. So. Schauen wir, wie es da aussieht. Ballett ist im Weg, das weiß ich. Können wir eben hochlaufen, kühlen Wasser geben? Ja, so bleibt man in Form. Hier noch eben drin fegen. Ich muss sagen, es ist viel Arbeit mit 500 Kühen, aber es ist ein unheimlich schöner Stall, der gefällt mir. Ist bedacht und trotzdem ist er offen. So, gelernt, rückwärts geht's immer besser, dann fliegt der Besen nicht so weit. Ja, einen Schritt vor und der Besen ist wieder unterwegs. Und LKW ist beim See angelangt zum Wasser holen. So, wir sind durch. Können wir eben abfüttern. Schauen, dass der dachte, der wäre angekommen beim Wasser. Nein, aber der zum Strohfahren ist angekommen. Ich habe gedacht, das wäre der LKW für Wasser gewesen. So, ich werde jetzt weiter Stroh einfahren und dann müssen wir anfangen zu säen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen da und auch die Glocke. Und es ist immer noch wichtig, bleibt gesund, bleibt mir gewogen. Ich brauche euch. Ohne euch macht es ja keinen Spaß. Bis zum nächsten Mal.